So, ihr Lieben, hier bin ich wieder mit Life is Strange, der Chaos-Theorie und einer neuen Folge. So, in der letzten Folge haben wir zusammen hier im Bett gelegen. Eine Weile. Und ja, jetzt muss ich mich anziehen, denn ich muss, wie auch immer, wieder in die Schule gehen. Aua, da bin ich dann mal gespannt, was da denn kommt. I don't think I'll be washing today. Wo sind denn die Klamotten? Vielleicht hier im Schrank? Nein. I could have hid in the closet and then David wouldn't be on my case. Ach, die Geldscheine haben wir. Yes, I might go to hell for this, but if it saves Chloe, we'll pay it back. Somehow. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Bunte Aufkleber und Display ist kaputt. Ba, 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 ba. Portemonnaie untersuchen. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Busticket und ja, gut. Put some clothes on first, Hillbilly. Wow, sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Da hatte sie blonde Haare. Die Anlage einschalten. Können wir uns alles dreimal anhören? Ich nehme erstmal hier Angus oder wie auch immer und Julia Stone. So eine ähnliche Anlage hatte ich auch mal oder habe ich noch. Auch so, ja, Silber und dann. Gut. I love this song. Ja. Na gut, aber so weit geht's dann nicht. Könnte ich jetzt nochmal zurückspulen, aber nö, warum? Lass ich dann doch einfach mal. Can I check out the news on this old laptop? Oh, at least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagieren auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Academy um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Vorfall. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann, was mit Schwert am Up All Night Donuts in der Nähe der Peking Ta Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energiedrinks und Methamphetamin. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin befindet sich in stabilen Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell-Akademie befindet sich Kate Mars in stabilen Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit sind keine weiteren Informationen verfügbar. Okay.
ein Buch. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Mystisches Wetter, übernatürliche Wissenschaft. Ja. Was? Ach, Doink. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Gut, Kleidung. Time to put on your daily armor, Max. Ja, ziehen wir gleich an. Nice. Chloe put my pic on her phone. I must have proved I was worthy again. Jesus. Now I am glad Chloe took that money. This guy is serious and scary. Chloe, Geld, sofort. Chloe, ich hab dein Geld, du Arsch. Wann? Ich texte dir, bevor die Woche rum ist. Oder sonst leg dich nicht mit mir an, du Nutte. Ah, sie ist doch keine Nutte. Die sieht doch nett aus. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Ja, wäre nett, aber ich muss ja in die Schule. Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. Naja. Liebesleben. Jungs machen nur Ärger. Ah. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Du warst in Rachel verknallt. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. Hm. Gut. Dann ziehen wir uns mal an. Ugh. Still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Okay. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Naja, warum nicht? Ist doch nicht so schlimm. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Warum nicht? Gut, wenn wir jetzt so mit den Klamotten auftreten, oha, dann würden die anderen bestimmt blöde gucken. Wer weiß, was die dann machen. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Oha, haben wir jetzt mal was anderes? Naja. Okay.
Dann gehen wir mal. Oh my Oha, God, that smells so amazing. It's like when we were kids here. oha. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich, versprochen. Okay. Toilette. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Naja, hält sich immerhin. Benutzen. Genau. Feels so good to wash my face after all that chlorine and hiding. Ja, das war kurz. Was ist das? Chloe never used to care when I borrowed her toothbrush. Okay, da putz ihr mal die Zähne. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Wow. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Nee, lass mal. Muss ja nicht alles nachmachen. Oh, Foto? Ach, das karierte, ne? Wir hatten ja das karierte, genau. Lochblende. So, jetzt haben wir das karierte da oben auch. Ups. Gut. Der eine Vogel, der wollte ja nicht. Warum auch immer. Vielleicht findet man doch einen anderen Vogel. Naja, macht sonst auch nichts. So. Dann gehen wir runter. Schnapp da wieder, da wieder, da wieder, da wieder. Oh. Die Mama. Okay, da bin ich mal gespannt, was die sagt. Flugblatt. Ist es jetzt neu reingekommen oder? This might be the one time these people are right. Das Ende ist nah. Ignorieren Sie immer noch seine Warnungen? Haben Sie den Schnee gefühlt? Waren die Zeu Quatsch, waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall. Arcadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns und sein Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer richten. Retten Sie Ihre Seelen und bereuen Sie. Treten Sie diesen Monat der Kirche der Offenbarung bei und retten Sie die gratis vor der Hölle. Und retten Sie sich gratis vor der Hölle. Sehen Sie unsere Sendung auf dem öffentlichen Arcadia Bay Kanal 40, so und so. Die Fotos hatten wir auch schon mal gesehen. Genau, das hatten wir alle schon mal. So, sie ist da, die Mutter, aber vielleicht finden wir ja noch was anderes hier. Entfernen, was heißt denn entfernen? Looks like a message.
David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Okay. Entferne die Nachricht. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. So. Cornflakes, naja, können lecker sein, aber ich habe selten Milch im Haus, also könnte man auch mal wieder machen, so Cornflakes, warum nicht? So, was gibt es im Fernsehen? Der Preis ist heiß. Oder spielen wir in der Runde Playstation oder was ist das Weiße da? Pizzakarton? Oder was? Naja. Gut, ansehen. Oh man, I don't want to be famous for this. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonne für Internet. Steht uns die Apokalypse bevor? Superheldin bewahrt Blackwell-Schülerin vor dem Selbstmord. Ja. Who drinks beer this early around here? Hm. Und auf dem Teller ist ein Donut. Lecker. Donut. Nein, auf einer. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. Na ja. Schön. Kühlschrank ansehen. I love that they still have the same refrigerator. Hm. Hallo Joyce. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pancakes oder Eier und Bacon? Oh, nö, ich nehme diese Pancakes. Das ist leckerer. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from a stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problemo. Okay. Eier. Habe ich in der Hose? Habe ich hier drin? The eggs always come first, as Joyce used to say. So. Eier und Milch. Milch ist bestimmt im Kühlschrank. I love that they still have the same refrigerator. Und? Geht nicht auf? Warum geht der nicht auf? Hm. Keine Milch im Kühlschrank. Schade, kann man nicht öffnen. Gut, Leute. Dann gucke ich mal, wo die nächste Milch ist. Und die finden wir wann? Genau, in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass du dabei warst heute. Und dann bis zur nächsten Folge von Life is Strange, der Chaos-Theorie. Bye, bye.